Hi zusammen, ihr Suchenden. Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, ich bin ja generell ein bisschen faul, was jetzt zum Beispiel Sachen suchen angeht. Und deswegen habe ich mir... Oh, sieht so schön aus im Winter übrigens, Hogsmeade. Ich habe mir mal eine Liste rausgesucht, wo man die ganzen Demi-Geise findet hier in Hogsmeade. Es sind nämlich wirklich 9 an der Zahl. Da gibt es nochmal 11 in Hogwarts und 11 im Umland. Oder? Habe ich mich jetzt verzählt? Nee, warte mal. Hogwarts gibt es 10, also 19 plus nochmal im Umland, dann sind wir bei 30. Alter. Und dann habe ich erst die Alohomora Stufe 3 freigeschaltet, den Zauber. So, warte mal, dafür müssen wir natürlich erstmal wieder Nacht machen, aber ich will erstmal dahin, wo ich hin muss. So, warte mal. Erstmal gucken, wo ist denn hier der Eberkopf? Bin ich da schon? Nee, Zonko. Drei Besen. Nee. Honigtopf. Und der Eberkopf. Ach ja, da ist er. So, da gehen wir jetzt erstmal zum Eberkopf. Bei. Da. So. Und jetzt warten wir. Oh, sieht so gut aus nachts, ne? Lumos. Ah. Traue niemals einem zu eleganten Mann. Du gehörst mir, Demi Geis. Ah, da ist er. So, das war Nummer 1 hier. Als nächstes Wälzer und Schriftrollen. So. Ich finde es vor allem krass, dass im Umland nochmal 11 Stück versteckt sind. Ich muss ja erstmal finden. Warte, warte, hier. Wälzer und Schriftrollen. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Aha. Guck mal da. Sehr gut. Aber die schon mal und noch Geld abgestaubt. Okay, so nächste ist Besenknechts Sonntagsstart. Was ist das denn? Besenknechts Sonntagsstart. Was soll das denn sein? Platz von Hogsmeade. Ach, das ist das hier? Krass. Gut, Aber ich glaube, den habe ich schon im Besenknecht. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass ich den schon habe. Ja, ich mache das jetzt nicht in einem Video, dass ich alles suche, sondern ich suche mir jetzt hier mal die und dann... Lust auf eine kleine Stilveränderung? Okay, den habe ich tatsächlich schon. Den habe ich tatsächlich schon. So, dann, So, warte mal. Sucht im Nordosten des Dorfs nach der großen Wassermühle. Hier. Hier ist die Wassermühle. So. Geht von dort aus Richtung Süden zum zweiten Haus mit den Pflanzenkübeln vor der Tür. Das hier. Oh, cool. Ja, geht also nicht. So, und dann noch. Sagen wir als nächstes. Das Haus gegenüber von Schnabel und Brut. Ist hier. Schnabel und Brut, also hier. Ah, das kann ich immerhin Hallo, aufmachen. Homora. Das mache ich wirklich auf die Kette hier, ne? So. Alles klar. Hier ist noch eins. War doof, dass das auch alles damit verbunden ist. Ah, da ist er. Dass man halt auch wieder das Schloss knacken braucht dafür. So, das war das. Aber warte mal, gibt's hier noch was? Oh, da gibt's ja noch ganz viele Kisten.
vergessen. Wenn ich schon einbreche, dann richtig, ne? Ein malbefarbenes Barett. Hm. Muss außerhalb sein, die Kiste. Aha. So, dann, ich habe möglicheren Ort als Hogsmeade? Ne, ich bezweifle es. Ich habe jetzt mal eine Liste gemacht. Alles kopiert. Textfile, dass ich das schneller finde. Und die ich schon habe, natürlich ausgestrichen. Also eigentlich bei dem einen sollte nichts... Da sollte ich nichts brauchen eigentlich. Warte mal. Von wegen Stufe 2 fürs Schloss knacken. So, warte, und hier... Muss der Demigeist irgendwo da oben sein. Ist aber auch riesig, die drei Besen. Habe ich, glaube ich, schon mal bemerkt, als ich hier drin war. Aber wahrscheinlich voll schlecht isoliert. Große Räume überall. Alohomora. Ah. Habe ich dich. So. Und hier müsste jetzt einer sein. Ja. Du gehörst mir, Demi Geist. Teleskop für meine Sammlung. Rebellion. Sehr gut. Privatzimmer in den drei Besen. Das Privatzimmer im Wirtshaus drei Besen ist vom Hauptraum des Lokals abgetrennter Bereich. Ein vom Hauptraum abgetrennter Bereich. Hogwarts-Professoren wissen es zu schätzen, einen eigenen Raum zu haben, in dem sie sich versammeln können, ohne auf Schüler zu treffen. Es ist nicht überraschend, dass auch die Schüler es zu schätzen wissen, dass die Lehrer ihren eigenen Raum haben. Sehr gut. So, dann haben wir den. Mal hier hinten raus. So, und dann noch das Haus direkt rechts von J. Pippins Zaubertränke. Warte mal, da kann ich am besten schnell hier hin. Geht zumindest am schnellsten. So. Das ist J. Pippins Zaubertränke und das müsste das Haus hier sein, oder? Rebellion. Manchmal ein bisschen filmschig beschrieben irgendwie. Okay. Aha. Ist da rein? Nö. Lumos. Warte mal, es steht nämlich auch noch hier. Lumos. Ein Haus auf der linken Seite vor dem Eberkopf. Da ist es nicht. Da nicht. Das kann doch nicht sein. Das hier braucht auch Stufe 2. Da steht. Ne, okay. Ah, okay, stimmt schon, da steht überall Stufe 2 dran. Ah, verdammt. So, warte mal. Ich gehe nochmal zur großen Wassermühle. Sucht im Nordosten des Dorfes nach der großen Wassermühle. Habe ich. Oh, das ist Nordwesten hier. Das ist Nord... Nee, doch, da ist doch Nordosten. So. Geht von da aus nach Süden zum zweiten Haus mit dem Pflanzenkübel vor der Tür. Also hier lang oder hier lang jetzt? Ah ne, da oben sind ja auch noch Häuser. Nach Hogsmeade. Ja. Rebellion. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch eine andere Stufe. Ja, Stufe 3 sogar.
Den will ich doch gar nicht. Ich wollte ja das machen. Und hier, genau. Da müsste auch noch ein Demigeist drin sein. Und dann haben wir auch wirklich bald alle Leute. Hallo? Ah? Sehr gut. Du gehörst mir, Demigeist. Revelio. Nichts mehr. Doch. Okay, dann sorry für den kleinen Exkurs, wie gesagt, aber muss sein. Ich will ja 100%, ne? Und Alohomora, dass ich alles knacken kann, gehört nochmal dazu. So, und dann das Letzte, was wir uns jetzt noch holen können, ist bei den drei Besen. Ja, ich weiß, die Reihenfolge ist ein bisschen plemplem. Eigentlich hätten sie das gleich mit an die ersten Stellen packen können. So, hier sind die drei Besen. Das Haus östlich von den drei Besen. Ja, es ist sehr... Rebellion. Ich meine, die drei Besen sind groß, ne? Das ist das Gebäude hier. Ah, komm mal, das könnte schon sein. Alohomora. Das könnte schon sein. Revelio. Ah. Das war er. So, dann gehe ich ganz kurz noch Sachen verkaufen. Und dann geht's ab nach Hogwarts. Beziehungsweise könnte ich eigentlich noch schnell die... Ja komm, das geht schnell, wenn ich jetzt... Alle Wege nach Hogsmeade. Wenn ich jetzt ganz schnell dahin springe, wo die ganzen Demigeise sind, dann geht das ja echt recht flott. Im Umland, meine ich. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Und nichts mit klebrigen Fingern anfassen. Ja, ja. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So. Oh, warte, ist der viel besser? Na, komm. Ja, ist schlechter. Also ganz weg. Ich weiß, dass mir dadurch Sie vielleicht was entgeht. Dass mir dadurch ein Design entgeht, aber man kriegt ja alle irgendwie so oft. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Weltkarte. Was ist das hier? Pit Upton Fort. Da will ich sogar direkt hin. Das Haus neben der Flohflamme. Da ist ein Demigeist. Wieder mal auf Abenteuertour? Revelio. Oh oh. Ein Feind. Was wirft den Sumpfradler auf den Rücken? Accio. Revioso. Was machst du da? Lipendo. Konflikt. Expelliarm. Gepinto. Incendio. Conflicto. Expelliarm. Incendio. Weg mit dir. Ah, wir stehen... Ja, ja, gut. Hallo, Homo. Ist schon klar. Oh, der war doch eben... Ja. Hallo? Wo ist es denn? Was bin ich jetzt? Rot geht nicht. Oder halt doch. Revelio.
Oh. Ein Design. Gar nichts. Haus neben der... Neben der Flohflamme, dann müsste das hier sein. Nee. Oh, Quidditch-Ausrüstungsregal. Auch wieder was Neues. Ach, heute ist schon wieder Tag, ne? Da oben ist er. Hoffentlich geht's noch, obwohl es eigentlich schon Tag ist. Ja, komm schon. Oh. War knapp anscheinend. So. Dann haben wir den nächsten Upper Hogsfield. Hoppala. Ist ja Upper Hogsfield. Ja. So. Keine Sorge, Leute, bald geht's weiter. Ich will halt jetzt erstmal ein paar sammeln, damit ich mir zumindest eine Lorumora Stufe 2 holen kann. Gebäude mit dem Wasserrad steht hier. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Das hier ist nicht das Wasserrad. Hier ist der Fluss, also könnte es das hier sein. Ja. Revelio. Wow. Sag mal. Eine legendäre sogar. Geil. Hier ist es auch nicht. Nicht rein. Stadtgebäude mit dem Wasserrad. Revelio. Du bist nichts mehr. Hä? Alohomora. Ich komm mal ganz kurz. Und wenn es das nicht ist, dann... Das sieht so komisch aus, das Schloss. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Aha. Wie gesagt, die sind ein bisschen komisch. Bisschen komisch beschrieben du jetzt die Punkte. Demigeist. Ich will nur gucken, wenn ich die neuen zusammen habe, dass ich mir die nächste Stufe holen kann. Oh, da ist jemand zu Hause. Gut, dass ihr nicht stört. Bäume. So, wie viel habe ich denn jetzt? Warte. 11 Stück, das reicht. Perfekt. Dann auf nach Hogwarts. Was ist hier der... Ah ne, das ist Sebastian. Scheiße, gibt's hier viel zu tun. Das Ende eines Fluchs. Ja, machen wir das mal, komm. Ja, war gut zu wissen, dass... Das ist so eine... Hallo, wie schön, Sie zu sehen.
Ja, dass es eine Karte gibt. Also eine Beschreibung. Die werde ich auch weiterhin fleißig nutzen. Du bist es. Genau dich brauche ich. Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst. Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Mitgefühl. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld! Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht. Sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff, als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Warum ist dein Ahne eigentlich so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Ist es wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Marmadukes Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. Weiß man's? Warum wurde Marmadukes Grab verflucht? Der Fluch geht auf einen Bruderzwist zwischen Graynham Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Graynham missgönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität? Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen, wie Graynham es getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen. Graynham fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Graynham es und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Ich dachte, das wäre eine Quest, die ich schon irgendwie abgeschlossen habe, aber... Meine Familie steht in deiner Schuld. Ja, ja, alles gut. So, gehen wir erstmal das mal ein paar abgeben. Vielleicht mit Deke? Nee, machen wir auch nicht. Hier, genau, die Monde abgeben. So, wo ist er denn hier? Tasche der einäugigen Hexe. Was ist denn da am nächsten? Das hier? Ravenclaw-Turm? Ja. Weiß ich nicht. Aber es muss ja... Ich sage, die Karte ist immer noch ein bisschen ungenau, finde ich. Upsi. Das hatten wir doch mit Ron, als er hier... Also... Wollte er noch nicht Crab verfluchen oder so?
mit seinem Zauberstab, der so angeknackst war und hat sich dann selber irgendwie dazu verdammt, Schnecken zu kotzen. Du bist sehr clever. Ja, ich weiß, danke. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie alle Rumore verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohumora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Yay, Allohumora 2. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden... Warte. ...dem steckt. Wer hinter all dem steckt? Okay. So, dann... Aufträge. Das verlorene Kind. Trifft dich Low Hawksfield mit Nettie? Oder trifft dich mit Sebastian? Oh, fange einen D-Recall mit Schnappsack. Okay, wir gehen erstmal zu Sebastian. Der wartet schon länger als Nettie auf uns, glaube ich. Gut, dass es jetzt gar nicht kompliziert aussieht hier alles. So. Denn jetzt hier langsamer? Ich glaube, ich bin komplett falsch abgestiegen hier, oder? Nee. Die habe ich ja schon gemacht, voll cool. So, wir sollen ja noch Bombata lernen übrigens, ne? Da freue ich mich auch schon drauf. Oh, ich habe das gar nicht bei den Aufgaben dabei, oder? Oder ist eine Hauptmission vielleicht? Dann hätten wir nämlich alle Zauber, bis auf die unverzeihlichen Flüche. Da sind wir endlich voll ausgebildet für unser... Du bist für hier? Unsere, klasse. Für unser fünftes Jahr sozusagen. Ich habe eine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Ah? Geht es auch schneller? Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Lumos. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist! Ah, diese Nervensäge! Da ist er. Viel Glück. Ja, der kann es ja sehr gut leiden, Ominous. Was machst du hier? Woher weißt du, wer ich bin? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Annes Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht.
Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben. Hä? Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Confringo! Nate, und du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören musste. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, besser als einer. Nein, zwei Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Confringo! Hier passiert irgendwas. Ah, okay. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Ja, bestimmt. Hoppala. Oh, das wollte ich machen. Lumos. Eine verschlossene Tür. Wir sollten uns umsehen. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Oh, Paselmund. Was haben wir denn hier? Von Dr. Gaunt. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin viel schlichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich uns an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß, sie war meine Tante. Du wusstest es und hast nichts gesagt? Ominous, hier steht etwas von großen Herausforderungen. Deshalb sagte ich, es könnte gefährlich sein. Tante Noctua hatte Kontakt zu meinem Vater, bis sie verschwand. Die Stimme ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Paselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Paselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Pase-Sprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich Lumos. Das tue. Es hat geklappt. Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Scheinbar. Neben uns beiden. Ich... Vergiss es. Ja, bloß nicht verplappert, ne? Wie in einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise.
von Tringo! Lumos. Ah, die Nachricht 2 von Noctua Gaunt. Salazar Slytherin hat... Ja, ich will halt nicht reinplappern, wenn die was sagen, aber die sind so leise. Salazar Slytherin hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden, hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es hier durchschaffen. Dr. Gaunt. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Arme Tante Noctua. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Hä? Au! Rebellion! Hä? Ich versteh's nicht. Was muss da immer einstimmen? Die Schlange? Du klingst überrascht. Wir sind in einem Labyrinth von Salazar Slytherin. Wir haben Symbole. Und auf dieser Scheibe sind auch welche. Ach so, sag das doch. Lumos. Ach da, wow, ich bin so blind, ey. Hier ist der Mond und eine Schlange. Noch ein Tor. Wow. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor. Aber du warst schneller. Hey. Was ist das denn? Komm, trink! Ah, die Nachricht 3. Ich bin an dem Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber zu meiner Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Dr. Gaunt. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Du warst sie von allen am liebsten. Geht die damit auf? Sehr gut. Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Und hier wäre dann... Alpha und das Dreieck. Ja, schwer ist es nicht, wenn man weiß, wie es funktioniert, verdammt. Noch eins? Nicht gerade gastfreundlich, was? Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Lumos. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unseren Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hat für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Noctua Gaunt. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen. Aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Oha. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh,
dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Ich habe alle Hoffnung verloren, ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihr mir etwas zustößt. Ich wünschte, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Dr. Gaunt. Ominous. Alter, das sind ihre Knochen? Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ich hab flüssiges Glück. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Ich glaube nicht. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Crucio! Alter! Ist schon fies. Bereit? Ja, bereit. Geht es dir gut, sagt er. Lumos. Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Revelio. Ganz kurz, das Skriptorium von Salazar Slytherin. Ein geheimer und gut geschützter Ort unter Hogwarts, in dem Salazar Slytherin wohl viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene langfristige Pläne und für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit den anderen Gründern nachzudenken. Lumos.
Da liegt ein Buch, aber ich will erstmal die Sachen sammeln. Revelio. Lumos. Okay. Sebastian, Ominous. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Gleich. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voll unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von dir fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer im Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von denen befreien wird, oder von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und nur dazu dienen, mein Erbe zu beflecken. Also die Muggelstämmigen, ne? Schlammblüter. Elenden Schlammblüter. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Suchen wir bitte einen Ausgang. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nicht so weit geschafft. Lumos! Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Warte mal, ich kenne jetzt Crucio. Packen wir den mal hin, hier vielleicht? Crucio! Aha. Deine Tante... Sebastian, bitte. Lumos! Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Bitte. Diese Sache. Aber wir können Crucio. Einen der unverzeihlichen Flüche. Das ist schon echt mies. So, was haben wir denn hier? Ah, Bombarda. Da kriegen wir es doch für. Fange einen Diri Call mit dem Schnappsack. Will ich denn hier einen Diri Call? Oha, die sind aber ganz schön weit unten. Mach ich das mal. So, ah, das ist schon krass mit den unverzeihlichen Flüchen. So. Rebellion. So. Es wird wahrscheinlich ohne Konsequenzen bleiben, wie ich mir das vorstelle, wie es halt mal so ist. Sieht interessant aus. Ein Diri Call. Ein weiblicher. Leviosa. Oh nein, da war den Ferry. Aufgabe erledigt. Confringo. Leviosa. Wir können. Mach den Ferry hier, bitte.
Rivelio. So denn. Da unten ist er. War das Symbol jetzt nochmal? Ah, alte Magie. Ah, ich weiß, wo ich jetzt mein Cruciatus-Fluch teste. Ich war ein stolzer Mann. Und weitere solcher Tage werden folgen. Cruzia! Ich hatte tot. So. Geschieht. Oh ja. Warum soll das so kompliziert machen hier, dass man da alles abläuft? Ist doch Quatsch. Komm, trink! Ach hier! Was drunter? Rebellion! Einfach mal nicht landen. Das war nicht allzu schwer. Sehr schön. Und dann lernen wir gleich Bombata. Confringo! Da habe ich, glaube ich, einen neuen Satz für Confringo. Auf jeden Fall. Oho, welch angenehme Überraschung. Was war das denn? Oho! Rebellion. Damn. Das war's. So, dann geben wir das mal ab, ha? Ach, hier draußen ist das. Das stimmt ja, magische Tierwesen. Aber dass sie uns ausgerechnet das beibringt, als magische Tierwesenlehrerin, so ein Angriffszauber wie Bombata, Explosion. Also damit kann man bestimmt auch ganz schön viel Mist bauen. Ich habe das
Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Alter, und schon geht's weiter, oder wie? Hier geht's wahrscheinlich jetzt gleich Avada Kedavra oder sowas. Da bist du ja. Oh. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Ich bin kein großer Fan von all dem Dung in diesem Fach. Ja, da kommt noch was. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauber. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Das meine ich ja, der ist gefährlich. Sollten wir so etwas wirklich in der Schule lernen? Besser, Sie lernen es in der Schule, wo wir Ihnen den richtigen Einsatz vermitteln können. Oder? Gut. Richtiger Einsatz? Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Richtiger Einsatz für einen Zauber, mit dem man Dinge explodieren lassen kann. Ich verstehe. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Wie gesagt, bin total affig. Gut gemacht. Bombarda. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen. Wenn du meinst. Probieren Sie es. Ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Alter. Ich lasse doch lieber Incendio. Oder Confringo. Und hier mache ich dann Bombarda statt. Ja. Weil ich finde, Confringo ist super. Damit kannst du auch teilweise. Also teilweise. Damit kannst du auch gleichzeitig Sachen anzünden. Ne, macht ja deutlich mehr Sinn. So, jetzt gucke ich mal auf die Zeit. Leute, ich würde sagen, das machen wir noch schnell. Es gibt aber so viele Handbuchseiten hier, was ist da los? Guck mal, außerhalb von Hogwarts oder generell in Hogwarts hier überall. Ruhen. Ja, ich wollte gerade sagen, hier kann nicht so viel sein. Da habe ich eigentlich viel gefunden. Demigeist. Demigeist hier? Im Glockenturm. Aber ich mache mal kurz mal ein schlaues Textfile auf. Wie heißt der Bereich? Flügel des Glockenturms. Hier. In der Hütte, vor der der Tierwesenunterricht stattfindet. Also hier. Machen wir das mal ganz kurz. Wo haben wir uns die beiden noch? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Ah, kann ich so endlich knacken. Genau dasselbe. Das ist jetzt schwerer oder so, aber nö. So. Sehr geehrte Frau Professor Hoven, ich wäre überaus glücklich, Ihnen jegliches übrig gebliebene Knuddelmuffhaar abzunehmen. Ich könnte es mitnehmen, wenn ich das nächste Mal eine Lieferung an das Schloss habe. Es hört sich an, als hätten Sie mehr als genug davon für Ihren Unterricht. Vielleicht hätten Sie ja sogar Zeit für eine Tasse Tee. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie einst einen Okani begegnet sind. Was ist das denn, ein Okani? Ich hätte nichts dagegen, diese Geschichte zu hören. Mir ist mal ein junger walisischer Grünling begegnet, als ich im Westen Krötenkraut gesammelt habe. Natürlich hätte es auch ein frisch geschlüpfter Wivern sein können. Es ist schwierig, das Alter einzuschätzen. Wie auch immer, das Leben mit magischen Tierwesen ist nichts für schwache Nerven, nicht wahr? Ich warte gespannt auf Ihre Antwort. Ellie Peck. Ah, habe ich ihn schon gesehen, den Demigeist. Revelio. Guck mal, das ist ein Niffler aus Dorf. Jesus.
das war's jetzt hier. Selber. Das Schämme hier. Da drin. Okay. Kriegt das auf? Ah. Alohomora. Okay. So. Okay. So, als nächstes, was haben wir noch? Reste der Flamme am Nordausgang. Also hier. Ja. In der Nähe befindet sich eine Treppe, die zum Wehrgang führt. So. Rebellion. Da ist es doch. Sieht auf jeden Fall gut aus. Alohomora. So. Ich glaube, so geht es allgemein ein bisschen schneller, wenn ich das so mache. Levioso. Seite. Rebellion. Sieht's aber nicht so aus. Das ist aber so ein Mottenspiegel. Rebellion. So, wie komme ich jetzt hier rein? Alohomora. Ah, da ist er doch, seht ihr? So. Du gehörst mir, Demigeis. Sehr gut. Jetzt haben wir sie doch alle. Also die ich jetzt noch haben wollte. Wie komme ich jetzt hier rein? Aha. Alohomora. So. Boah, dann reicht's aber wirklich für Lumos. Den Part, oder? Ist oben auf den Zinnen. Da, wo der Wasserfall ist. Ich weiß auch, wo der ist. Kleiner Wasserfall. Hier nämlich. Oder? Nee. Doch. Bin ich hier? An die andere Seite. Hier muss es dann sein. Lumos. Rebellion. Ist nur ein Schloss. Lumos. Wo ist es denn? Rebellion. Lumos. Seltsam. Rebellion.
Lumos. Noch Kisten. Na gut, Leute, jetzt reicht's aber wirklich. Komm. Es muss ja nicht sein, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche Sachen suche. Ende. Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns wieder zu Hogwarts Legacy beim nächsten Mal. Lasst mir ein bisschen Liebe da und kommentiert vielleicht was Schönes, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns zu Hogwarts Legacy. Tschüss.